Wir können wieder einen Gratis-Skin bekommen, aber dieser Skin ist aktuell noch geheim. Was ihr aber machen müsst, um diesen Skin zu bekommen und wann das Ganze freigeschaltet wird, das einmal in diesem Video. Hier, wir sind auf der offiziellen Fortnite-Neuigkeiten-Seite für den Wettkampf-Abschnitt hier. Fortnite Champions Series und wir sehen hier die Neuigkeiten. Und hier sind jetzt die aktuellen FNCS-News für Kapitel 3 raus. Wir sehen die auch schon im Wettkampf-Tab. Ich kann mal kurz drauf gehen. Im Spiel hier auf Wettkampf haben wir die mittlerweile auch drin. Einmal PlayStation Cup und ganz rechts sehen wir die FNCS Qualifikation 1, 2, Halbfinals und Finals. Also das alles schon drin. Und dazu gibt es halt diese Neuigkeit hier, die Ankündigung, dass es hier noch ein extra Turnier geben wird, wo wir uns einfach noch ein Skin gratis freispielen können. Das Ganze ist einfach hier, das gehe ich einfach jetzt nicht durch, das sind einfach die FNCS. Ich denke mal, die meisten von euch zocken keine FNCS, weil da sind halt die Pros unterwegs. Einige von euch sind vielleicht dabei, weiß ich nicht, ich bin nicht dabei, ich bin nicht so gut, aber wenn wir ganz runtergehen, ganz wichtig hier, der FNCS Community Cup. Das ist nämlich nochmal ein extra Turnier, was kommen wird. Das ist aber aktuell auch nicht hier im Wettkampf-Tab verfügbar. Das ist nämlich erst am 28. Februar. Seht ihr also noch nicht hier, ist noch nicht drin, kommt erst rein. So, und wir gehen das mal kurz durch. Wärmt euch für die FNCS auf, indem ihr am 28. Februar am Community Cup teilnehmt. Das Ganze ist ein Duo-Event, also ihr müsst auf jeden Fall einen Duo-Partner haben, sonst könnt ihr das nicht machen. Geht über 3 Stunden, wie sonst auch immer. Und insgesamt 10 Matches. So, dann müsst ihr natürlich viele Punkte machen und so weiter. Alles wie gehabt, aber jetzt hier die besten Teams aus jeder Region erhalten das Outfit FNCS Champion Kapitel 3 Season 1. Und das Rückenaccessoire Erfolgssymbol, also 2 Sachen gratis, die wir bekommen. Welchen Platz wir erreichen müssen, steht halt hier noch nicht dazu. Generell alle Sachen, wie die Sachen aussehen und so, wissen wir noch nicht. Die sind noch nicht in den Dateien von Fortnite, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Und die Turnierregeln kommen auch erst hier. Ihr seht, die offiziellen Regeln für den FNCS Community Cup werden noch vor Beginn des Turniers in unserem Regelarchiv verfügbar gemacht. Also aktuell erstmal nur die Information hier, dass es diesen Cup geben wird und dass wir uns da einen Gratis-Skin inklusive Rucksack freischalten können. Alle weiteren Infos haben wir aber noch nicht. Die kommen wahrscheinlich mit dem nächsten Update, entweder am jetzt kommenden Dienstag oder eventuell sogar erst danach die Woche mit einem Patch. Wissen wir noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall wisst ihr schon mal, am 28. Februar kommt ein Community Cup. Da könnt ihr als Duo-Event, also als Duo teilnehmen und könnt dann euch einen gratis Skin freispielen. Das auch zu diesem Video. Relativ kurz, wisst ihr schon mal Bescheid. Wenn es Infos dazu weitere gibt, wann das genau ist, beziehungsweise welche Uhrzeit auch, wie der Skin aussieht, ob sich das lohnen wird, wie viele Leute da mitspielen können und beziehungsweise welchen Platz ihr erreichen müsst, zeige ich nochmal ein extra Video, würde ich sagen. Und ja, falls ihr das nicht verpassen wollt, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen und bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.